So, damit meine ganze Armee hier auch rüberkommt. Ja, die werfen schon mal mit Sprenggranaten. Der blockt und dodgt aber ziemlich viel. So, aber er ist weg jetzt. Sehr gut. Gut, nächster Schritt. Dann geht's als nächstes doch mal hier lang. Mal gucken, wie gut die Forscher dann arbeiten. Während wir hier jetzt den Weg freigraben. Punkte. Jo. Ich glaube, wir können, wenn es so weitergeht, können wir in dieser Mission den gesamten Tech-Tree freischalten. Und wir können, naja, Zwergenhort nochmal upgraden können wir nicht. Könnten wir, wenn wir hier noch eine Kiste hinbauen, aber wozu? Ich frage mich gerade, wird es überhaupt angezeigt, dass Kisten jetzt besser sind? Nicht wirklich. So, ich bräuchte jetzt Drachenblut und... Was bräuchte ich noch? Was bräuchte ich... Ach ja, Mauerwerk, genau. Mauerstein und Drachenblut. Nein, wenn ich keins finde, dann soll es eben nicht so sein. So. Ich mache den erstmal einen Ausgang hier. Ich bräuchte 150, nämlich 150 Mauerwerk und 150 Drachenblut jetzt. Um meine kleine Armee super duper zum abzugraden. Tore gewährt Zugang zu größeren Türen. Die können wir uns mal kurz anschauen. Das wären hier nämlich jetzt die hier. Massive breite Tür. Eine Tresortür. Eine massive hohe Tür. Und ein massives Tor wäre halt 4×4. Das hier ist 2×2 eben. Wie sieht es eigentlich mit Befestigungen aus? Da haben wir noch nichts wirklich Neues. Dünne Steinwand, schöne Steinmauer. Drachenblutsteinmauer. Da kriegen wir aber, glaube ich, demnächst was. Fallenverbesserungen. Nö. Ich könnte hier noch ein bisschen zumachen, indem ich einfach die Betten mal umarrangiere. So, den Tisch mittig stelle. Könnte ich hier und könnte da noch ein Tor dazwischen bappen. So. Muss ich nur meinen Bauarbeiterzwerg mir schnappen. Damit der mir hier alles baut. Oder auch nicht, weil er sich einfach wieder hochportet. Cheater. So. Genau, bauschön. So, Fallenverbesserung. Jetzt brauche ich noch 3 Punkte für...
Das sieht doch schick aus mit dem Tor jetzt. Meine kleine Kaserne hier. Naja gut, um die Befestigung, um das Befestigungsding zu kriegen, baue ich jetzt hier einfach mal random irgendwelche Befestigungen hin. Hauptsache, wir kriegen das irgendwann freigeschalten. So. Und da ist Undigium im Weg. What? Da muss ich halt mal versuchen, von hier aus rein zu buddeln. Wenn da überall Undigium im Weg ist, dann trifft es sich gut, dass ich da überall Barrikaden gerade richte. So. Nein, du andersrum. So. Das sind noch mal 3 Stück. Dann kommen wir dem 25 langsam näher. Ernsthaft, wie komme ich da dran? Wenn da auch überall und Digium im Weg ist. Muss ich mal gucken, wie ich um dem Undigium vorbeikomme. Oh, ach ja, ich wollte ja auch noch in das Loch da rein. So, jetzt bin ich mal gespannt. Forscher. Du machst jetzt mit, also der du machst 277. Und jetzt macht ihr? Wie viel machst du jetzt? 201. Naja, gut, das war jetzt nicht wirklich super der Hammer. Und nö, irgendwie wir haben den anderen Raum freigekriegt. Hier ist jetzt aber nicht wirklich was Besonderes. Du siehst irgendwie komisch aus für Eisen. Bist aber einfach nur Eisen. Okay. Töte den Goblin. Tja, wie weiter jetzt? Weil ich sehe hier jetzt gerade nirgendwo einen Weg durch. Das Einzige, was ich noch machen kann, ist nach unten. Okay. Also runter. Und noch mehr Eisen abgreifen. So. Schaltet die schrecklichen Drachenfallen frei. Tja, dann geht nur der Weg in diese Richtung. Also, super Fallen.
Gucken wir uns mal kurz die Fallen. Also erstmal die Generatoren. Hat sich nichts verändert. Fallen. Feuerfalle und noch eine Feuerfalle. Ja, die richten gut Schaden an, so wie die aussehen. So, eine Treppe. Eine Leiter. Nach hier und dann halt in den Raum rein. Ich speichere das Spiel aber sicherheitshalber mal jetzt hier an der Stelle. I will rip off your beards. Listen good and listen well. Gebt mir eure Scheiß. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ein Zwerg, der einen Schatz hergibt, das macht überhaupt keinen Sinn. Das juckt und brennt. Zuerst zieht es euch raus und dann, oh, dann zieht es euch direkt zurück. Aber ihr seid nicht allein. Oh nein, nein, nein. Und jetzt brauchen wir es wieder. Oh ja. Es ist weg. I'm the Einspruch. You will hear me. Genau, verrückt, natürlich. Okay. I don't speak. It's the voices. Wagt es nicht, in mein Reich einzudringen. Hear me out. Gerade habe ich mich daran erinnert, dass ich euch Magier wirklich nicht vermisst habe. Kein bisschen. Ihr seid wegen meines Schatzes gekommen. Nein, nein, nein. Nein, ihr habt mir einen Schatz gebracht. Gebt mir euren Schatz. Okay. Das macht mich jetzt immer noch nicht schlauer, wie ich einfach hier runter buddeln kann. Wie wär's mal damit? Also ja, den Weg zum Magier hätte ich schon mal. Und genau, Bingo. Da geht's zu den Goblins. Sehr schön. Das muss der Obscherschluff des Goblins sein. Die sehen alle gleich aus. Sucht nach dem Widerling, der ein bisschen anders aussieht. Das sollte der Anführer sein. Oh. So, jetzt muss ich kurz Pause machen. Und der ist Level 70. Okay. Not my beard. Wo ist er jetzt? Oder habe ich gerade dich da... Nee, du da unten bis Level 85. Ach, da bist du. Listen up. Okay. Das wäre jetzt auch geschafft. I say hey. Das juckt und brennt. Das hatten wir schon. Come on now. Das hatten wir eigentlich schon. Macht erstmal die Goblins da unten alle platt. Bitte. Oh, du nicht. Du nicht, du nicht, du nicht. Du futterst dich jetzt erstmal gesund.